Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und so wollte ich euch heute mal zeigen, wie ihr mit einem relativ schlecht equippten Char trotzdem Inseln innerhalb von 4-5 Minuten abschließen könnt, und zwar die mythischen. Und zwar kann man sich diese Woche ein Item kaufen. Das Item heißt Hasenpfote, was wir quasi hier bei unserem Händler bekommen. Und das ist auch Blizzard Battle.net Account gebunden. Heißt, ihr könnt dieses Item auch verschicken und dementsprechend euch diese Items vorstoren. Bedeutet, ihr könnt quasi euch 5 kaufen, die mit einem Postkasten, den ihr stellen könnt, zum Beispiel gibt es ja hier diese Stanzpfeife, einfach aufstellen, weiterschicken und dementsprechend könnt ihr dann so viele Marken, wie ihr habt, das Zeug zu anderen Twinks schicken und dann immer wieder hin und her schicken quasi, um durchgehend diese Items haben zu können. Was macht das? Im Endeffekt reduziert es die Aggro-Range der Mobs hier extrem. Wie ihr seht, ich kann hier hinten ranlaufen, ohne dass ich Mobs trigger. Und wir können einfach rumlaufen, Mythic queuen mit irgendeinem Gammel-equippten Char. Was hat der jetzt? Gut, der ist 356. Da würde ich mir wahrscheinlich schwer tun, hier die ganzen Mobs zu töten. Und ja, die anderen Leute in der Gruppe brauchen auch kein Gear. Wir töten nämlich keinen einzigen Mob. Wir laufen nur rum und sammeln Zeug auf. Ich habe jetzt mit der Gruppe gerade schon 2 Instanzen gemacht, beziehungsweise 2 Inseln. Und der eine hat auch ein Add-on. Wir haben beide um die 4 Minuten geschafft. Ja, war jetzt relativ schnell. Ich schätze jetzt, das wird vielleicht ein Ticken länger dauern. Immer wenn man was zeigen will, dann klappt es immer nicht ganz so. Aber ich denke mal, unter 5 Minuten müssten wir bleiben. Hier, das Ding kann man auch noch anmachen. Ich kann euch mal zeigen, welche Mobs man am besten ein bisschen auslässt. Es gibt da ein paar Geschichten, die ein bisschen schwieriger sind. Und zwar gibt es diese Würmer, die quasi erst auftauchen, wenn man drüber läuft. Die sieht man meistens schon, dass da ein Rare auf der Karte angezeigt wird. Man sieht aber diesen Rare nicht. Wenn man über diesen Wurm drüber läuft, dann ist es so, dass er getriggert wird. Selbst wenn man dieses Item dran hat, dann muss man einfach von dem Wurm ein Stück weglaufen. Und sobald man ein Stück weggelaufen ist, resetten die kleinen Würmer auch, die einem nachlaufen. Dann kann man wieder hinlaufen, alles abbauen, ohne dass man Probleme hat. Also das zum einen. Dann das zweite, was ein bisschen schwieriger ist, ist, wenn man so eine Goblin-Invasion hat. Mit diesen Inji-Typen, die da kommen. Die haben meistens so eine Kanone mit dabei, die relativ viel Schaden macht. Und komischerweise, selbst wenn man diese Pfote drauf hat, die Kanone sieht einen. Heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. In diese Gruppen sollte man am besten nicht reinlaufen. Und die allerschönsten Gruppen sind die, wo irgendwelche Trolle oder Saurok oder andere Viecher relativ nah beieinander stehen und ständig hin und her moven. Da passiert es dann auch, also wenn man in die Mobs reinkommt, beziehungsweise ganz, ganz nah, dann wird man auch entdeckt. Der Buff geht da nicht weg, man ist quasi nicht wie im Stealth-Modus, also man wird da nicht entdeckt und alle Mobs sehen einen, sondern nur der eine Mob oder die Mobs, die dort standen, sehen einen quasi. Und dann hat man 2 Möglichkeiten, wenn dann man tötet diese Mobs. Meistens, wenn man natürlich jetzt hier spreadet, was sinnig ist, ihr seht, die Leute gehen jetzt alle auseinander, deswegen sind wir auch schon bei so viele Punkte. Wir haben jetzt noch keine 3 Minuten und sind schon bei 9000 Punkten quasi. Tut man sich ein bisschen schwierig, dann die Mobs zu töten, wenn man natürlich alleine ist. Deswegen ist da die schnellste Möglichkeit, wenn dann man hat eine Klasse, die nochmal resetten kann. Heißt, beim Nachtelf, was ich jetzt hier an einer Klasse habe, kann ich quasi einmal Shadow melden und dann einfach wieder ran. Ich kann euch das mal zeigen, ich adde jetzt mal versehentlich, also ne, hier, ich habe Mobs geaddet, nur die sehen mich jetzt. Wenn ich jetzt in der Nähe von den anderen Mobs langlaufe, bin jetzt quasi, habe den Buff immer drauf. Wenn ich jetzt, gehen wir mal kurz ein bisschen weg von denen, dann Shadow melden wir. Laufen die zurück und ich kann ganz normal weitermachen. Deswegen sind Schurken ganz praktisch, beziehungsweise jede Klasse, die resetten kann. Nachtelf kann das halt auch. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht. So, hätte ich es jetzt nicht verkackt, dann wären wir wahrscheinlich jetzt nur unter 4 Minuten geblieben. Aber ich wollte euch das jetzt einmal kurz zeigen. Jetzt haben wir hier noch irgendwas. Nö. Ich hätte da hinten das Zeug nur abbauen müssen. Aber ihr seht, wenn ich es jetzt nicht verkackt hätte, dann wären wir bei 4 Minuten geblieben. Vielleicht bauen die anderen jetzt gleich noch was ab. Dann schaffen wir es noch knapp. Aber es geht sehr, sehr schnell. Und wir sind sogar genau. Ja gut, der Timer geht jetzt weiter, weil ich hier noch drin bleibe. Wir waren genau bei 4 Minuten. Und ich habe jetzt auch gesehen, da hat jemand ein Add-on, das quasi anzeigt, wer wie viel gesammelt hat. Oh, ich bin knapp vorne. Nee, der eine hat 26 Punkte mehr. Ah, also wir haben gebraucht 3 Minuten und 37 Sekunden, sagt er jetzt hier. Weiß ich nicht, also bei mir waren es 4 Minuten, egal. Was dann noch ein kleiner Tipp ist von mir, ihr könnt, wenn ihr eine Gruppe seid, immer weiter queued, könnt ihr drin bleiben. Ich bleibe jetzt auch hier drin, die haben jetzt gerade gequeued. Der Buff bleibt nämlich drauf, solange ihr in der Insel seid, und zwar für eine halbe Stunde. Heißt,
wenn ich jetzt quasi hier einfach in der Gruppe bleibe und warte, bis die wieder queuen und dann die Queue aufploppt, komme ich ja von der Insel in die Insel und der Buff bleibt drauf. Ja, dementsprechend habe ich dahin, kann ich mir quasi mit einem Hasen-Item, ja, halbe Stunde, wenn die 4 Minuten dauern, die Geschichten, kann ich halt etliche Inseln mit einem Item laufen. Das Gute ist, mit Mythic-Inseln bekommt ihr oftmals auch zwei von den Säcken. Heißt, ihr bekommt im Schnitt aus so einem Sack, ja, irgendwas so um die 10 raus. Heißt, ihr kriegt wahrscheinlich so 10, 15 Münzen insgesamt raus und müsst eine einsetzen, um 5, 6, 7 Inseln zu spielen. Also es ist auf jeden Fall ein Plusgeschäft, wenn ihr mal sterbt. Das ist auch kein Stress. Wie gesagt, die Hasenpfoten kosten nur eins. Das Einzige, was jetzt noch interessant ist, ist die Geschichte, dass ihr quasi hier seht, diesen Blizzard-Account gebunden. Heißt, ihr könnt 5 kaufen, schickt die zu einem Twink, kauft wieder 5, schickt die zum Twink. Und das könnt ihr halt ganz bequem mit dieser Stanzpfeife machen. Ihr habt bestimmt ein paar Twinks, die ihr hochgelevelt habt. Von 110 auf 120, dann hat man immer so 100 irgendwas Marken. Die nehme ich alle, schicke die zu einem Main rüber und dann habe ich extrem viele, oder beziehungsweise ihr solltet sie nicht zum Main schicken, sonst bastelt ihr euren Postkasten zu, sucht euch einen Char raus, wo ihr am besten die Zwischenlager den Postkasten und immer wenn ihr wieder welche braucht, schickt die zum Main weiter. So würde es ich machen, weil sonst könnt ihr nichts mehr aus dem Postkasten nehmen. Das Problem hatte ich, also das vielleicht so als Tipp am Rande. Gut. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwelche anderen Tipps in der Hinsicht habt. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video. Euer Tela, bis dann. Ciao.